Fall. Ich glaube nicht, dass der Geist sich immer noch aufhält. 156 ist der Schultag. Das Mittagessen war heute mal wieder spitzenmäßig. Das ist noch eine Untertreibung. Es war Oberklasse hammermäßig. Ja, perfekte Beschreibung. Nur Henna war mal wieder schockiert. Ja, zu viel totes Tier für sie, wenngleich der Salat aber auch echt lecker war. Auf jeden Fall sind wir gestärkt von unserer Aufgabe. Du kommst mit. Wenn du nichts dagegen hast, ja. Nein, klar, ich freue mich total. Mit dir wird es bestimmt viel lustiger. Mein zweiter Vorname lautet ja auch nicht umsonst gute Gesellschaft. Schwätzer. Lass uns aufbrechen, ehe wir die Kutsche verpassen. Quest magischer Kram begonnen. So, die nennen wir Ending Quest Schulgeld, magischer Kram. Hole ein Magierum aus dem Magieladen, hole ein Zauberstab aus dem Magieladen und hole ein Puppenstation ab. Ist schon so gut wie erledigt. Das sollte noch nicht allzu schwer sein, denke ich mal. Würde ich doch mal sagen. So, dann verlassen wir mal die Akademie. So, der Magierladen ist ja, glaube ich, schon direkt da bei der ersten Map, wenn ich mich nicht irre. Ach, da ist ja der Adario wieder. Den haben wir ja nicht gesehen seit, naja, seitdem seine Mitschüler und ihn und ja, Chinto in Flagranti erwischt haben bei was auch immer. Beziehungsweise seitdem ging ja sein Story-Arc nicht mehr weiter. Also schon natürlich, aber offscreen erstmal. Oh, wen haben wir denn Ups! Oh weh, oh weh, was tue ich nur? Sie wird mir böse sein mit mir, wenn ich mich verspäte. Oh weh, was? Entschuldigung, gibt es ein Problem? Bei den Göttern, schleicht euch doch nicht so an uns. Warte mal, ist das nicht der eine Typ, den wir mal den Verlobungsring wiederholen sollten? Verzeihung. Entschuldigung, was wollt ihr denn, Kinder? Nun, an sich wollten wir in den Laden. Oh, genau, wie ich. Ihr habt offenbar einen guten Geschmack. Sag mal, kenne ich dich nicht? Klar, wir sind uns schon mal begegnet im Nordwald. Mein Name ist Will, das ist Jakon. Ihr seid Hermrich von Weidenzweit, nicht wahr? Ja, das ist absolut korrekt. Jetzt erinnere ich mich wieder an dich. Du hast mir damals geholfen, den Verlobungsring für Lobelia zurückzuerlangen. Genau. Was verschlägt euch hierher und was wollt ihr denn in einem Laden für Magierzubehör? Tatsächlich bietet dieser Laden weit mehr als nur Zubehör für Magier, sonst wäre ich hier wohl fehl am Platze. Tatsächlich bin ich hier, um ein bestimmtes Metall zu erwerben, das man sonst nur sehr selten findet. Hier? Ein Metall hier? Ja, genau. Und zwar handelt es sich um Zwergensilber. Es ist wirklich sehr selten und sehr teuer, aber auch sehr hochwertig. Zwergensilber, noch nie davon gehört, du Will? Nee, sagt mir auch nichts. Wofür braucht man denn sowas? Es ist ein Metall, aus dem sich sehr edle Schmuckstücke fertigen lassen. Ringe zum Beispiel. Aha, da will wohl jemand bei einer Dame punkten. Ein weiterer Verlobungsring für Lobelia. Er soll mein Ehering werden. Also genauer gesagt soll es der Ehering meiner geliebten Lobelia werden. Bloß da gibt es ein Problem. Die haben kein Zwergensilber, wie? Doch, doch, das schon. Die Verkäuferin sucht schon danach. Sie hat es wohl nicht so mit der Ordnung. Das Problem ist in der Tat ein klein wenig vertrackter. Oh weh, ich habe schon sowas geahnt. Verstehe ich nicht. Was genau ist denn jetzt das Problem? Tja, also die Sache ist so, meine Lobelia und ich, wir sind nur heute in der Stadt. Da ich wusste, dass ich hier Zwergensilber erwerben könnte, habe ich sie auf einen Ausflug hierher eingeladen. Ich habe ihr gesagt, dass ich mit ihr einkaufen gehen würde. Sie liebt tolle Kleider, müsst ihr wissen, und das Kleidungsparadies ist weit hin für seine Qualität bekannt. Ihr könnt euch also vorstellen, dass meine geliebte Lobelia von diesem Gedanken überaus verzückt war. Ja, Frauen halt. Aber das eigentliche Problem sehe ich immer noch nicht. Nun, die Anreise dauerte ein wenig länger, als ich vorausberichtet hatte, so dass wir etwas später hier eingetroffen sind als eigentlich geplant. Lobelia hat für ihren Einkauf 4 Stunden einkalkuliert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich hier etwa 3 Stunden lang Gesellschaft leisten muss, ehe sie sich mit diversen Kleidern in die Umkleidekabine zurückzieht. In dieser 1 Stunde nun hätte ich Zeit gehabt, das Zwergensilber zu erwerben, ebenso wie den Diamanten und alles beim Schmied abzugeben. Er hätte dann den Ring geschmiedet, ihr alles zu knechten, und ich hätte ihn nächste Woche hier abgeholt. Bloß dummerweise macht der Schmied ausgerechnet heute seinen Laden früher zu als gewöhnlich. Und zudem dauert es auch länger als gedacht, das Zwergensilber zu erstehen. An den Diamanten war noch gar nicht mal zu denken. Und Obelia wartet nun auf mich im Kleidungsparadies und sie ist bei diesem Ding immer recht ungeduldig, müsst ihr wissen. Ich kann sie also unmöglich noch länger warten lassen, um alle Materialien zu besorgen und zum Schmied zu bringen. Aber ich muss den Ring heute haben, denn ich komme erst in einer Woche wieder nach Goldburg und das ist ein Tag vor unserer Hochzeit. Es wäre also viel zu knapp. Oh, der hat. Also, Bro, wenn ich mir da mal einen Tipp geben darf.
Seitdem du mit dieser, meiner Meinung nach, für dich ungeeigneten Frau verheiratet bist, oder generell für eine eher ungeeignete Frau verheiratet bist, hast du nichts weiter als einen Haufen von Problemen und unnötig viel Stress. Aber wie es so ist, ne? Der Grund, warum man heiratet, ist ja folgender: Um Probleme zu lösen, die man ohne Heirat nicht gehabt hätte, nicht wahr? Oh, ganz genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ich stehe also gewissermaßen vor dem Scherbenhaufen meiner Beziehung. Ganz ehrlich, wenn du dich einfach von ihr trennen würdest, dann wären alle deine Probleme mit einem Mal gegessen. Vielleicht könnten wir euch helfen. Das würdet ihr tun? Klar, wäre ja nicht das erste Mal. Ist doch Ehrensache, es geht schließlich um meine Frau. Oh Jungs, ihr ahnt ja gar nicht, wie glücklich ihr mich macht. Also geht bitte in den Magieladen und holt das Fernsilber ab und anschließend zum Schmuckladen. Sucht einfach den teuersten Diamanten. Bitte nicht vom eigenen Geld bezahlen. Am besten einen, der rosa glänzt oder violett. Bringt anschließend beides zum Schmied. Die Masse von Lubeas Ringfinger hat er. Achso, macht euch keine Sorgen um das Geld. Sagt einfach überall, ihr kämpft in meinen Namen. Man kennt mich hier. Und jetzt muss ich auch los. Danke nochmal. Quest, ihn ewig zu binden. Begonnen. Einringen sie alle zu Knechten, ihn ewig zu binden. Oh Gott, geht diese Ringfessel jetzt einfach immer so weiter? Ja. Was ist, wenn. Vielleicht ein weiterer Plot-Twist. Was ist, wenn dieser harmlos wirkende Kutscher Sauron ist? Ganz schön flott für sein Alter. Der ist doch bestimmt schon Mitte 20. Warte mal. Was soll das denn heißen? Heißt das, ich bin alt? Weil ich bin nämlich genauso alt. Ja gut, okay, zugegeben, als Bär ist man mit 26 tatsächlich schon sehr alt. Magische Grüße, verehrte Kunden, was kann ich anbieten? Also ich möchte etwas abholen. Was soll es denn sein? Hast du etwas bestellt? Ich selbst nicht, aber Bengistra von gutem Grund. Es geht um einen Zauberstab und eine Magieroge. Ach ja, genau, die Sachen habe ich hier. Hast du Geld dabei, Junge? Hat die Bengistra nicht was davon erzählt, dass die Sachen bereits bezahlt wären? Hat sie, definitiv. Oh, ja, stimmt, ja. Ich habe das Geld tatsächlich schon erhalten. Das ist so ungewöhnlich, weil ich bei Geschäften mit der Akademie meistens sehr lange auf das Geld warten muss. Ich habe auch bereits alles unter dem Tresen liegen. So, hier sind die Sachen. Aha. Du wolltest mich doch nur über den Tisch ziehen, gibst du. Super, herzlichen Dank. Viel lebt wohl. Kann es sein, dass du noch was vergessen hast? Hä? Na, das Zwergensilber vielleicht. Ach ja. Ja, was kann ich sonst für dich tun? Wollte noch mehr abholen. Und zwar geht es um die Bestellung von Herrn von Weidenzweit. Er ist wohl gerade bei euch gewesen und hat nach Zwergensilber gefragt. Nun musste er aber dringend weg und hat uns gebeten, es bei euch abzuholen. Oh, das Zwergensilber, ja. Gibt's ein Problem? Ständig. Ja, ein kleines, unbedeutendes. Könntet ihr ein bisschen konkreter werden? Tja, also es ist von der Garde beschlagnahmt worden. Was? Wieso denn beschlagnahmt? An sich war das Ganze nur ein Missverständnis. Ich hatte auch schon gar nicht mehr daran gedacht, weil das schon ein paar Wochen her ist. Aber die Garde ist jetzt nicht, also sie sind jetzt nicht so die schnellsten. Darum dauert eben alles bei denen. Auf jeden Fall hat jemand irrtümlicherweise gedacht, das Zwergensilber sei dämonisch verdorben und hat die Garde gerufen. Da haben dann natürlich sofort alles konfisziert, um es von einem Magier der Akademie untersuchen zu lassen. Und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Das hier ist aber blöd. Habt ihr in der Zwischenzeit nie bei der Garde nachgefragt? Nun, das hätte ich sicherlich tun können, aber ich habe einfach nicht mehr daran gedacht. Und jetzt? Wieso hat dieser Mann immer solche Probleme mit seinen blöden Ringen? Also gut. Wahrscheinlich gibt es dann auch insgesamt 9 Quests und alle 9 haben was mit dem Ring zu tun. Also gut, wie wäre es denn, wenn wir an eurer Stelle mal bei der Garde nachfragen? Ja, gute Idee. Die Idee ist wirklich gut. Wartet. Ich gebe euch kurz ein Schreiben mit, aus dem hervorgeht, dass ihr in meinem Auftrag handelt. Das Zwergensilber könnt ihr dann übrigens direkt behalten. Es ist nämlich, wie es der Zufall so will, genau die Menge, die Herr von Weinsweit bei mir bestellt hat. Na, ein Glück. So, hier ist das Schreiben. Vollmacht. Danke, dann machen wir es mal auf den Weg. Aber ganz schnell. So, jetzt natürlich die Frage: Wo ist diese Garnison? Ist sie nicht schon da? In dem Gebäude? Guten Tag, was kann ich für euch tun? Hallo, wir kommen im Auftrag der Besitzerin des Magieladens und wollten mal nach dem Zwergensilber fragen, das ihr beschlagen habt. Wie ist denn da der Stand? Hier ist die Vollmacht. Ah ja, das scheint mir echt zu sein. Klar ist sie echt, für wen haltet ihr uns?
Ich kenne euch nicht und es ist meine Pflicht, Dokumente auf ihre Rechte zu überprüfen, junger Mann. Ah ja. Wie sieht's denn nun aus mit dem Zwergensilber? Es ist interessant, dass ihr gerade heute hierher gekommen seid, denn wie es der Zufall so will, ist gerade in diesem Moment eine Magierin dabei, das Metall auf etwaige dämonische Einflüsse zu überprüfen. Oh, na das nenne ich Glück. Wie lange dauert denn das? Sie ist schon eine Weile hier. Diese Dinge sind nicht unbedingt mein Fachgebiet, weshalb ich ja lediglich spekulieren kann, aber ich kann mir vorstellen, dass noch einige Stunden... So, die Untersuchung des... Will? Ja, was tut ihr denn hier? Hallo, Frau Magister, das ist hier mal eine Überraschung. Hallo, Frau Magister. Ihr werdet lachen, wir sind wegen dem Zwergensilber hier. Wegen des Zwergensilbers. Wegen des Zwergensilbers, ja, komm. Ah, Klugscheißer. Ups, entschuldige bitte, das ist mir so rausgerutscht. An sich habt ihr ja gerade frei. Da sollte ich euch auch nicht mit Grammatik belästigen. Da würde ich doch wohl meinen. Ich störe dieses freudige Aufeinandertreffen ja nur höchst ungern. Aber wäre ihr so freundlich, euren Bericht zur Untersuchung des Materials abzugeben, Frau Magister? Verzeihung, aber sicher doch. Ich habe das Zwergensilber sowohl auf Profanem wie auch auf magischem Wege untersucht und bin zu der Feststellung gekommen, dass es eindeutig keinerlei dämonischen Einflüssen ausgesetzt war. Ich kann also Entwarnung geben. Ah, das ist gut und sehr beruhigend. Das heißt also, wir können uns mitnehmen. Aufgrund der Vollmacht und aufgrund dem negativen Ergebnis sehe ich darin keinerlei Probleme. Des Ergebnisses, Verzeihung. Wie auch immer, ihr könnt es mitnehmen. Frau Magistra, wärt ihr so freundlich? Aber sicher doch. Und meinen schriftlichen Bericht lasse ich euch in den nächsten 3 Tagen zukommen. So, hier habt ihr das Zwergensilber. Darf ich fragen, was ihr damit vorhabt? Nein. Das ist eine lange Geschichte, Frau Magistra. Und das ist noch untertrieben. Au weh. Na dann macht das mal gut, ihr zwei. Machen Sie es besser. So. Gut, jetzt wollen wir das Zwergensilber haben. Können wir... keine Ahnung, was machen. Oh, das ist sogar eine Hauptquest, keine Nebenquest. Besorge das Zwergensilber aus dem Bangilan, hat nicht geklappt. Hol das Zwergensilber bei der Garde ab, das hat wiederum geklappt. Erwirb einen teuren Diamant im Schmuckladen. Na toll, bringe das Zwergensilber mit Diamant zum Schmied. Wo ist der Schmuckladen nochmal? Ist er nicht auch hier irgendwo? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Könnte aber natürlich eine Map weiter unten sein. So, ich schau mal hier nach. Ja, aber ich glaube, das ist der Modeladen. Ach Mensch, da ist er ja, der Dude. Ich hoffe, sie findet, was sie sucht. Bislang hat sie nur 17 Kleider in die engere Auswahl genommen. Guten Tag, verehrter Kunde. Herzlich willkommen im Kleidungsparadise. Achso, hier können wahrscheinlich keinen Diamanten erwerben, denke ich mal. Das ist ja kein Schmuckladen, stimmt. Ah, dieses Kleid ist ja hübsch. Und das da auch, das da vorne entgegen geht gar nicht. Wen interessiert's? Manche Leute haben recht Sorgen, wa? Na gut, dann schauen wir jetzt mal, wo wir den Diamanten erwerben können. Ich glaube, der Kramer hatte Schmuck, oder? So. Gibt es hier irgendwo einen Diamanten? Oh ne. Ach ne, stimmt es. Idiot. Der hat ja keinen Schmuck bei sich. So, die im Innen natürlich auch nicht. Ach genau, das wäre der Schmuckladen. Hallo, wir sind hier, um einen Diamanten zu kaufen. Den größten, den ihr zu bieten habt. Wie bitte? Ja, komm. Also. Wieso? Stimmt doch. Ja, schon, aber. Aber was? Aber das kannst du den Leuten doch nicht so verkaufen. Soll ich erst lange um den heißen Brei rumreden, oder wie? So wie ich das immer mache? Nein, so hab ich's doch nicht gemeint. Sondern, du sollst den Kontext. Haben die Herren es langsam oder möchten sie das erst draußen ausdiskutieren? Entschuldigung. Verzeihung. Wir möchten aber wirklich einen Diamanten kaufen. Ja, Herr von Walzweit schickt uns. Ach so, ist das. Warum sagt ihr das nicht gleich? Herr von Walzweit ist ein sehr geschätzter Kunde. Was genau schwebt ihnen denn vor? Und warum schickt er euch an seine Stadt? Er hat gerade ziemlich viel Stress mit seiner Verlobten, darum ist er zeitlich sehr eingebunden. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Nun, was kann ich euch denn anbieten? Er sagte, wir
Ihr sollt den teuersten Diamanten nehmen, den ihr im Angebot habt. Nun, da kann ich euch diese drei Stück anbieten. Von der Größe und der Karatzahl und ebenso vom Preis sind sie identisch. Sie schimmern lediglich in anderen Farben. Welcher soll das sein? Also gut, wir nehmen... rosa war es, nicht wahr? Ja, cool. Einfach umsonst. Sehr schön. Dann können wir jetzt, glaube ich... hoffentlich möglichst ruckelfrei, wenn es geht. Hilfe? Okay. ja, wieder zurückgehen. Zu den Schmuckladen und dann noch nachher in die Kutschstation. Nee, können wir nicht. Wir müssen noch zum Schmied, ich Idiot. So, wo ist denn der Schmied? Wo ist der Schmied? Der war dann, glaube ich, bei der letzten Map da. So, und danach natürlich noch zur Kutschstation, wenn wir auch schon mal hier sind. Wollen wir mal alles vom Schmied bringen und den Ring im Auftrag geben. Hm, ja, aber sollten wir nicht erst noch die Sache für Mistra vom Grund erledigen? Ich meine, wenn wir die Kutsche verpassen, wäre das echt blöd. Da ist was dran. Ah, okay, ich verstehe. So, danach versuchen wir es dann aber gleich direkt nochmal, wenn wir das abgeholt haben. So, hallo, die Kutsche ist angekommen. Oh, ja. Hallo? Der ist ja genauso wie ich. Ich will meiner Schwester endlich einmal Goldenburg zeigen. Ich bin zuvor noch nie in Goldenburg gewesen. Ja, das interessiert mich nicht. Hallo, wir sind hier, um ein Buch abzuholen für Mixer von Grungund. Habt ihr das dabei? Klar, natürlich habe ich das. Kommt nach hinten zum Wagen, dann gebe ich es euch raus. Okay. So, ja. So, hier hab ich das Buch. Bitte sehr. Dankeschön. Zauberbuch erhalten. Sehr schön. Vielen. Der hat mir was geklaut. Okay, er war doch nicht so wie ich. Zauberschaffler und Diamant verloren. Ist das nicht schön? Komm zurück, du Dreckskerl. Verdammt, ist der Mistkerl schnell. Was zum? Willst du mir verhelfen, Schneeball? Guter Junge. Schnappen wir ihn uns. Ja! Am besten einfach umreiten, den Dude. Schnapp ihn dir, Will. Ja, wo ist er denn? Ich muss mir schon so... Ah! Na warte du, na warte. Hey, der kann doch nicht... Der kann doch nicht sein, dass er schneller als ein Pferd will. Nein, das ist total unrealistisch, hallo? Der ist auf Speed, der Typ. Der ist einfach auf Speed. Guck mal. Der ist schneller als das Pferd. Das gibt's doch gar nicht. Kein Mensch ist schneller als ein Pferd. Da ist er also aus mit der Puste wie. Aber hat ganz schön gut durchgehalten, muss ich sagen. Danke für deine Hilfe, Schneeball. Den Rest schaffe ich alleine. Nein, glaube ich nicht. Nachher gibt's Zucker für dich. Das war's dann wohl. Dein Weg endet hier. Schnauf. Japs. Du bist schnell, das muss ich dir lassen, aber genutzt hat es dir nichts. Und jetzt rück die Sachen wieder aus, die du mir geklaut hast. Keuch Hechel. Wird's bald. Ich habe die Nase voll von Leuten wie dir, die mir ständig das Leben schwer machen. Jetzt rück die Sachen raus und du lernst mich kennen, du Penner. Keuch Pust. Du hast eine große Klappe, Junge. Eine verdammt große. Eine viel zu große Klappe. Vielleicht müssen wir das ändern. Ja. Ihr seid so bescheuert und hinterhältig und was weiß ich noch alles.